zieht den Bayern die Lederhosen aus. Lederhosen aus. Lederhosen aus. Wie wir jetzt zwischen Singular und Plural geswitcht haben. Ich hab gedacht, ich mach das auch mal, weil du das so schön gemacht hast. Aber, ja gut. Hallo. Hey. Und willkommen zurück. Und es geht sofort los. Genau. Gegen den FC Bayern München. Wir haben mal wegen den Toren geguckt. Jetzt haben wir sie gefunden, aber da Stein schon Ausbau ist, können wir sie nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig, als die 70 Wochen abzuwarten und genau. Darauf zu hoffen, dass die Tore dann vielleicht verschwinden. Genau, ja. Aber von daher spielen wir weiter mit 4 Toren. Aber ihr dürft nicht vergessen, nur das Hintere zählt. Das hat der DFB so entschieden. Ja. Und der FIFA und der UEFA. Der FIFA und der UEFA. So, Robben. Ludwig, Spiel auf Klo, der geht vorbei, lauf. Oh, Neuer, was soll das? Gegen Berlin war noch eiskalt, der Klos. Ja, und in jetzt? So einer Situation. Ja gut, der hat Respekt vor Neuer, weißt du? Ja, ja. Wo? Oh, ja, komm! Ja, das sieht er natürlich, ne? Oh. Mit seinem Masterauge, ja, Sehfähigkeit 2000%. Bruce rennt jetzt zum Assistenten rüber. Fuck dir, das kannst du doch gar nichts sehen, ja. Du Arsch, du kleines Wichser-Arsch. Ludwig. Ja, aber auch recht knapp. Ausnahmsweise mal. Oh! Ja, was denn das? Nee, Pfoten weg. So, Ludwig. Klos. Pass kommt ja, an. Elfmeter. Ja, rot. Weg mit ihm. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Ja. Nee. Elfmeter, Ludwig. Komm schon, Ludwig. Ja! Aua. Du hast meine Handy-Bubu-Aaron-Hand kaputt gemacht. Ja. Ja, und da steht schon 1-0 nach 13 Minuten. Ja, es kommt davon, wenn man mit mir einschlagen will. Da muss man halt mit einem kräftigen Griff rechnen. Ja? Ja gut, aber Neuer hat die Ecke geahnt. Ja, aber geahnt. Von geahnt können wir auch nichts kaufen. Er hätte es halten müssen. Aber hat er nicht Glück gehabt. Gomez, schön abgerischt von Samar. Ja, freue ich mich jetzt auch gerade, wieso der Pfiff so spät kam. Ja. Ach, Pfeiferst, jetzt, weil ich das erst noch einmal durchstechen muss da mit meinem Seitenreferee. Genau. Freistoß, landet in der Mauer, jetzt aufpassen. Oh. Perfekt kombiniert, Gomez bekommt den Ball auf den Fuß und er macht in der Regel was draus. Hier sehen wir es nochmal. Robben in die Mauer. Robben! Da gut, er stand da frei. Ja. Fuß hinhalten. Bier ohne Chance. Also steht jetzt unentschieden. Ja, es ist momentan auch noch ziemlich ausgeglichen, aber auch früh in der Partie. Das heißt, erstmal chillen, mal gucken, was noch so alles kommt. Gomez auf alle Fälle da vorne in Schach halten, das ist wichtig. Ich meine, Robben verschießt ja eh. Richtig, von daher, wollen wir uns keine Sorgen machen. Krabs, gut nachgesetzt. Genau, wollte ich gerade sagen. Ah, spiel doch ab, Klos, ja? Bist du nicht so ein Robben? Ihr müsst euch jetzt nicht battlen. Ich bin besser, nein, ich bin besser. Ja, nein, ich bin besser. Was macht Lewandowski? Lewandowski! Guck mal, es haben so viel eingebracht hier schon wieder. Ja, zu viel. Kommen selbst durcheinander, ne? Ja. Thomas Müller, das One-Hit-Wonder der WM 2010. Thomas Müller. Torschützenkönig damals auch gewesen. Ja, ja, seitdem kann er aber gar nichts. So, Klos wird vom Ball gestoppt. Wird vom Ball gestoppt. Der Ball so stopp! Und Klos. Gomez, jetzt aufpassen! Gomez! Da scheiterte er am Aluminium, Glück gehabt. Konter. Da wurde ihm einfach zu viel Platz gelassen. Klos geht jetzt vorbei. Klos, aber hallo. Patrice Evra mit einem sauberen Tackling. Das müssen wir jetzt auch mal hier so neutral. Nein, das war klares Foul. Alles. Und ich bin neutral genug. Banky, Foul. Ja? Ja. Abseits, hab ich auch gesehen. Da. Abseits. Also, Gomez. Aber ich, also Gomez im Abseits. Sie dann, ja. Pannewitz. Bumstal. Klos! Ja! Daniel Klos. Führungstreffer in der 45. Spielminute. Das ist wichtig jetzt in dieser Situation. Dann müssen wir uns aber nach dem Spiel auch mal ein paar Klöße spendieren, oder? Wäre doch angebracht. Ja, das wäre angebracht. So, 2-1 zur Halbzeit. Ziemlich ausgeglichen, aber letzten Endes geht das 2-1 in Ordnung. Wir haben viel für das Spiel getan, also wurden wir auch belohnt. Bist du auch belohnt, wenn du viel für das Spiel machst? Oh. Kevin. Ja, Patrick, ich werde auch belohnt, wenn ich viel für das Spiel mache.
Wieso redest du so laut? Und nimm mal die Maus aus dem Bild. Ha? Ist ja wohl nicht. Robben kommt nicht an den Ball, rastet gerade völlig aus. Robben! Kommt nicht an den Ball! So, jetzt heißt du noch irgendwie... Sieht ja schön. Die Führung verteidigen oder ausbauen. Bumstar ist schlecht, sitzt allerdings nach. Oh, da musst du doch nur den Fuß hinhalten. Klos. Da kommt er noch dran. Flanke, ja, Neuer. Flanke, Neuer, nicht Tor. Ludwig, erneut über Bumstal. Erneut Neuer? Ja. Ja. Neuer mit dem weiten Abschlag. Jetzt vielleicht über Zentrale Groß. Zentrale Groß hier, Ballverteiler. Gomez. Mitgeschickt. Gomez! Erneut. Moment, das Spiel ist total unrealistisch. Er hat gedribbelt. Er hat einen Verteidiger ausgespielt. Ja, das geht schon nicht. Ja. Gomez. Robben. Wenn man sich nicht checkt, Robben hier auf links und Ribery auf rechts. Ja, das hat der neue Bayern-Coach hier so entschieden. Ja. Huch, da ist er noch am Ball, der Gomez. Aber hier schön vom Ball getrennt, wir wieder im Vorwärtsgang. Jetzt muss Klos irgendwie vorbeikommen, aber Jerome Boateng wird da von seinen Gedanken an Gina-Lisa beflügelt und nimmt ihn den Ball ab. Er wird beflügelt. So. Ja gut, da stand jetzt keiner, Zidane. Ach, die Gritsche war wichtig. Ja. Groß. Ja, so ist das gut. Dieser Einsatz, den lobe ich mir. Wie willst du mit wechseln? Ja, echt mal, mach mal. Wieso muss ich immer die Maus bedienen? Das ist dein PC. Ich darf da nicht dran. So, Kolia Push. Der Push auf BH. Rollt die Riano? Nee, der lieber Althoff. Lieber Althoff, okay. Olaf, da bist du ja. Alles sich ganz versteckt, der Schuschel im Bahn. Ja, der wollte nicht. Nee. Müller. Jetzt aufpassen, Thomas Müller. Oh, war abgefälscht, okay. So, die Wechsel sind vollzogen. 20 Minuten müssen wir noch überstehen. Auch der FC Bayern München wechselt. Sie bringen Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ja, Sternchen Trommelwirbel. Oh. Mark Hamsik. Der ist aber Marek. Nee, der ist Mark. Ui. Jetzt sind die Bayern fahrlässig und wir ein bisschen zu unvorsichtig. 15 Minuten gilt es noch zu überstehen, jetzt kommt die heiße Phase, während die Bayern hier den Kargar einwechseln. Thibaut Kargar für Jerome. Ja. Ist natürlich clever jetzt, man ist in Rückstand und wechselt den Verteidiger ein. Ja, ich kann mir schon vorstellen, der in die Nummer 2, der wird auf jeden Fall kein Stürmer sein oder offensiv oder was weiß ich. Nicht wirklich. Oh, Bumstal. Foul von Bumstal, das ist natürlich clever. Ja, geil gemacht, ne? Ja, ich lege den Ball vor, grätsch ihn um und renne dann weiter. Hier sehen wir es nochmal. Da ist der Ball, wetsch und dann laufe ich weiter. Dann wird ihn einfach umkurven können und weiterlaufen. Nein. Aber nee. Ich räume alles aus dem Weg. So, und auch erneut die gelbe Karte für Zentrale Groß. Zentrale Groß, gelbe Karte, ja, ist auf dem Weg. Ja, das habe ich gar nichts gemacht, ey. Nach Foul an Enzo Zidane. Groß kann sich bedanken, dass er keinen Kopfstoß davon getragen Richtig. Hat. Richtig. So, Olic kommt für Mario Gomez. Der uralte Ivica Olic. Ja. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre die Entscheidung gewesen, Damen und Herren, ja? Olic. Ach, aber die Defensive ist noch recht standhaft. Klos? Ja, ja. Nein, abseits, Althoff. Ja! Hier sehen wir es und dann lupft er über Neuer hinweg in die Tor. Das würde momentan Platz 9 bedeuten und nur noch 2 Punkte dem FC Bahn. Ist doch cool. Ja. Bayern denkt sich so, nein. Olic auf dem Weg nach vorne, aber die Defensive, wie gesagt, steht. Klos, hallo? Also ein 4-1 ist mal mega geil. Ja, auch 3-1 ist schon super. Wäre eine krasse Demütigung der Bayern. Heute auch mit 2 Fehlpässen. Ja. Das war's, ich pfeife ab. Diese Scheißspielen. Ich pfeife ab. Und ich pfeife ab. So, das reicht. Geht sie nach Hause. So, 3-1 ist der Endstand. Wir gucken auf das übliche Gedöns. Die Statistiken für die Leute, die sie sehen möchten. Die Ergebnisse sagen aus, wir sind auf Platz 9. Jetzt immer noch 9 Punkte hinter Dortmund, aber nur noch 4 Punkte in den Euroleague-Plätzen. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Stimmen! The trigger von Elias Bear is full slam. Wenn der sich jetzt auf eine Heizung setzt, kann er sich mit dem Hammer ausziehen. Spielerstatistik.
Der Rest ist ja nicht mehr so interessant. Keiner von uns. Jetzt geht's gegen US Palermo. Oh, prosciutto, prosciutto, prosciutto. So, die Siegprämie haben wir gekriegt von 21.000 Euro. Ja. Oh, danke. Damit kann ich ein ganzes Millionstel des Stadions abbezahlen. Eine neue Siegprämie, diesmal von 21.000 Euro. Ach, das wurde ist uns das. Überwiesen. Genau. Also alles. Ja. Oh, wow. Wow, hier, da kann ich ja diesen Stein verkaufen. Super. Dankeschön. Nick mal, diese vier Tore sind damit abbezahlt. Scheiß Sponsori, immer hier dieses geizigen Schweinedreckigen. So. Immer hier diese, wollen hier auf dem Trikot stehen und dann geben sie einfach nimmer zu Geld, doofe Wichser, ja? Kevin. Also das finde ich jetzt, ich könnte ausrasten, doofe Arschlocker. Kevin hat gesagt, Agro-Teil. Ja? Also da rast ich aus. Ich schreibe jetzt eine Hass-E-Mail an meinen Sponsor, wer auch immer das ist. Ja, was nicht Nivea? Nee, wir haben die mal zu Hause genommen. Ach jo. Was? Ja, die Mods rausgenommen? Was? So Alltag nach der Königsklasse. Und für uns geht's jetzt in unsere eigene Königsklasse, nämlich in die Euroleague gegen Palermo. So, aber vorher. Ja. Sind gerade ein bisschen die Kommentare durchgegangen und ihr habt mal wieder maßlos übertrieben mit den Anfragen. Mhm. Von daher, das können wir alles in dem Part nicht machen, da geht ja eine Stunde. Von daher machen wir es nach und nach. Wir fangen an mit Mlapa. Peniel Mlapa. Schönes Stürmertalent. Ist jetzt hier allerdings von Hoffenheim schon zu Inter Mailand gewechselt. Ist aber nur 8,3 Millionen wert. Spieler kaum. Mit einer Stärke von 74 und bei Hoffenheim hat er in 50 Spielen nur 4 Buden gemacht. Also würde ich sagen, nee. Arschloch, schlecht. Bitte kurz. Leonardo Bittencourt, der Mann vom BVB. Leonardo, der ist bei München. 1860 München. Das ist hängende Spitze, das passt ja gar nicht in unser System. Nee, und seine Talentsterne haben sich auch vermindert. Also ist er hier in diesem Spielstand zumindest nicht gut angekommen. Leider. Lasse Sobiech. Ach, beim SV Sandhausen? Ja. 70 hat er. Ist aber nur auf 8 gescout, von daher schätze ich mal 65. Mhm. Dann Westergaard mit V. Westergaard. Gibt's nicht. Ja. Das ist richtig geschrieben? Keine Ahnung, mit Doppel-A wird's hier. Hast du falsch geschrieben? Diese holländische Sprache, ey. Janik Westergaard, Nürnberg, Innenverteidiger. Schlecht. Nee, schlecht. Aber ein guter Talentscher, müssen wir mal sagen. Und zu guter Letzt, John Guidetti. Was ist denn an Guidetti nicht zu verstehen? Guidetti. Weiß nicht. Beim FC, ne? FC Nordirland. Nordirland. Ja. Ja gut, der ist natürlich gar nicht gescoutet. Nee. Aber Stürmer brauchen wir momentan nicht eh nicht, ne? Ja, wir haben ja überlegt hier für Ludewig. Ja. Aber nee. Dann können wir den auch durchstreichen. Und da komm, einen machen wir noch. Sue. N-S-U-E. Scheiß Name. Sue. Von Granada. 27 Jahre alt. Uhu. Spanier und halb Guyanese. Wie auch immer das Land da heißt. 1,3 Millionen. Ehrlich, ne? Nee, Stürmer, wie gesagt, ne? Gut. Das war's doch schon für diesen Part damit. Erst stellen wir noch um. Ja. Wenn wir umstellen. Nein, oder? Alter vielleicht als Goalgetter für Ludewig. Ludewig. Okay. Ja, dann danke schön fürs Zusehen und dann sehen wir uns gegen Palermo wieder. Tschüss.